Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr einschaltet. Heute eine ganz spannende Rubrik, die ich neu aufmachen werde und schon angekündigt hatte. Und zwar Neuroathletik. Neuroathletik in Bezug auf Reiten ist relativ frisch und neu. Und ich habe gedacht, ich interessiere mich mal ein bisschen für euch dafür und bin selbst überrascht, wie viel Einfluss das eigentlich macht und wo wir das eigentlich beim Reiten echt gut gebrauchen können. Ich eingangs schon sagte, Neuroathletik. Neuroathletik, was ist denn das überhaupt? Naja, ihr kennt das sicherlich auch aus anderen Sportarten, wo ihr die eine Übung habt, die ihr nicht koordiniert bekommt, wo ihr euren Körper nicht im Griff habt und je sehr ihr euch darauf fokussiert, desto weniger möchte es gelingen. So, das geht nicht nur dem Reiter so, das geht dem Turmspringer so, das geht dem Turner so, das geht den Teamsportlern in dem Moment so, wenn die schnelle Bewegungen machen müssen, mit sehr gutem Timing in relativ kurzer Abfolge. Dann gibt es immer wieder die Möglichkeit, seinen Körper nicht gut zu beherrschen und wissentlich kriegen wir das kaum abgestellt. So, jetzt haben so Anfang der 2000er sich ein paar Neurobiologen damit mal so ein bisschen auseinandergesetzt, was könnten wir jetzt machen, um im Prinzip das Sportlergehirn etwas zu überlisten, dass er trotzdem in der Lage ist, auch wenn ich es wissentlich an der Stelle nicht korrigieren kann, diese eine Bewegung oder diese eine Disbalance doch in die Übung reinzukriegen. Ab 2014 wurde sich dann im Bereich des Spitzensportes auch in Deutschland damit etwas beschäftigt, mit der Rubrik Neuroathletik. So, jetzt, was macht denn die Neuroathletik? Naja, im Prinzip, sage ich mal, ist es so ein bisschen professionelle Überlistung unseres Gehirns. Ne? Ihr kennt das sicherlich, ihr sitzt auf dem Pferd und das läuft und dann kommt irgendwie die eine Übung, die euch völlig aus dem Konzept bringt. Ihr kommt mit eurem Becken nicht schnell genug mit, eure rechte Hand hängt fest und euer linker Fuß macht auch wieder das, was er schon seit Jahren immer tut, wenn es gerade drauf ankommt, nämlich aus der Reihe tanzen. Ja, und euer Reitlehrer hat euch in jeder Reitstunde 100.000 Mal erklärt, was ihr da machen sollt und was ihr am besten nicht machen sollt, aber ihr kommt in der Extremsituation immer in die Situation, dass dieser alte, dusselige Fehler, über den ihr sehr genau Bescheid wisst, dass ihr den einfach nicht abgestellt bekommt. So. Und genau dafür hat man jetzt so ein bisschen im Bereich der Neuroathletik geforscht, weil es gibt diese Problematiken im Eiskunstlauf, im Kunstturm, im Turmspringen, in den ganzen Teamsportarten. Auch da gibt es immer wieder Situationen, wo Sportler diese eine Übung nicht so sauber hinbekommen wie die anderen, auch wenn jeder Sportmediziner und Diplom-Sportlehrer diesen eine hundertprozentige Körperbeherrschung und ein sehr gutes Körpergefühl attestieren würde. So, kleines Beispiel, wie wirkt jetzt zum Beispiel diese Neuroathletik? Sie muss ja was mit dem Gehirn zu tun haben. Prinzip macht man Übungen, die formal mit dem Problem, was man hat, nichts zu tun haben. Ja, man macht Gleichgewichtsübungen, indem man lustige Dinge mit den Augen macht. Man kann etwas über das Gehör steuern. Man kann was übers Fühlen steuern. Man kann etwas übers Riechen oder Schmecken machen. Und eigentlich hat es mit der eigentlichen Aufgabe gar nichts zu tun. Und das ist so, klingt ein bisschen schräg und ein bisschen nach Hokuspokus. Aber da wurde sich wissenschaftlich jetzt wirklich gut mit dem menschlichen Körper beschäftigt. Und da gibt es jetzt so ein ganzes Potpourri an Übungen, die herausgekramt wurden, die es schaffen, unser Gehirn zu überlisten, so dass wir über diese eine Übung, die uns seit Jahr und Tag immer wieder vor die Füße fällt, doch drüber hinwegkommen.
So, jetzt mal so ein ganz schräges Beispiel. Er war auf einer Fortbildung und die Aufgabe war eine Kettlebell, also hier so ein Gewicht von 2,5 Kilo mit so einem Griff oben dran, na, habt ihr sicherlich schon mal gesehen, einfach anzuheben und am ausgestreckten Arm zu halten. So, wer schon mal 2,5 Kilo am ausgestreckten Arm hatte, weiß, das wird sehr schnell sehr schwer und ihr schafft es nicht lange aus der Schulter diese Haltearbeit zu machen. So, das wurde mal gestoppt, wie lange du das denn so schaffst. Und dann wurde was ganz Lustiges gemacht. Und zwar als erstes durftest du an Lavendelöl riechen. Ne? Lavendel kennen wir, ist in Kopfkissen drin, nimmt man ein, wenn man nicht pennen kann oder wenn man im Garten nicht unbedingt ganz viel Mücken und so haben will und den Bienchen vielleicht was Gutes tun möchte. So, wir rochen an diesem Lavendel, wir nahmen die Bell hoch und zack, war unser Arm unten. Ne? Wir waren so schlapp, dass wir es noch nicht mal schafften, so ein paar Millisekunden das Ding oben zu behalten, wo wir uns schon alle fragend angucken, so jetzt echt? Ja. Im Gegenzug wurde uns dann beim zweiten Mal Ammoniak unter die Nase gehalten. Das stinkt, ne? Kennt ihr diesen Salmiak, beißenden Salmiakgeruch, der so ist, dass man das Gefühl hat, die Nasenschleimhäute verätzen einen gleich. Wir durften riechen, wir nahmen die Kettlebell und zack, die Kettlebell stand. Wir hatten auf einmal richtig Muskelkraft. Jetzt sagt doch jeder, hä, was ist denn das? Ja, und im Prinzip ging es jetzt in diesem einfachen Beispiel nur darum, dass Lavendel zum Beispiel dich beruhigt und über das Nervensystem, ne, ihr habt sicherlich schon mal was vom Sympathikus und Parasympathikus gehört, das vegetative Nervensystem auf einmal stimuliert wird, so frei nach dem Motto, oh, alles ist locker, alles ist easy, entspann dich mal. Das heißt, in dem Moment, wo mein Geruchssinn sagt, oh Mann, jetzt hier ist alles easy peasy, hier musst du dich in keinster Weise anstrengen, sieht der Körper auch keine Veranlassung, irgendeine Last, die schwer ist, jetzt zu heben und auch noch zu halten. Wenn ihr hingegen etwas wie Ammoniak unter der Nase habt, na, das beißt derart, das könnte jetzt auch an der Stelle bedeuten, dass jetzt irgendwo Gefahr wittert. Na, es ist ein unangenehmer Geruch, euer Körper bereitet sich auf Flucht vor oder auf Kampf. Und in dem Moment organisiert euer Körper im Hintergrund, dass eure Muskeln angespannt werdet und ihr auf einmal eine Kraft habt, die ihr ohne Ammoniak vielleicht nicht gehabt hättet, weil es war relativ eindeutig, dass wir alle länger halten konnten. Guckten jetzt auch alle etwas erstaunt in die Runde, so frei nach dem Motto, hä, was ist denn jetzt da passiert? Und so langsam fingen wir an zu verstehen, dass unser Gehirn eigentlich gar nicht so doof ist an der Stelle. Das heißt, habe ich jetzt zum Beispiel einen Reiter, der ängstlich ist, der eine Muskelkontraktion hat, weil er schissig ist, wie wäre es denn, wenn ich dem ein Halstuch gebe, wo 2 Tropfen Lavendel drauf sind? Wird es dann vielleicht einfacher? Er wird immer noch die Angst verspüren, aber über seine Nase wird die Muskelkontraktion weniger werden. Wie wäre es denn, wenn ich etwas Beißenderes in die Nase packe und die Reiter werden etwas stabiler? Könnte das eventuell funktionieren? Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Wir haben ja jetzt Sommer und bei uns gibt es unglaublich viel Kriebelmücken, Fliegen und auch ganz normale Stechmücken. Und die Pferde sind so irre und haben sowas von keinen Bock da drauf. Und dann gibt es ja das ein oder andere Fliegenspray-Produkt. Es gibt ja welche, die stinken zum Himmel. Habt ihr die schon mal drauf gehabt und habt gemerkt, dass ihr an dem Tag stabiler sitzt? Fragezeichen. Na, wer überlegt jetzt gerade, wie die letzte Reitstunde war, als ihr die ganze Zeit dieses Fliegenspray in der Nase hattet? Ne? Hand aufs Herz. Hattet ihr mehr Körperspannung? Ja oder nein? Ne? Und ihr merkt schon, dass wir zum Beispiel über unseren Geruchssinn etwas machen können.
dass wir vielleicht über das Hören was machen können. Ne? Ich kenne Reitschüler, da arbeitet man mit einem Headset und die sind ganz ruhig bei einem. Die können sich konzentrieren, auch wenn 6 Leute in der Halle sind. Die sind ganz entspannt, die konzentrieren sich auf dich. Die kannst du mit der Stimme führen. Stehst du hingegen in der Mitte und musst nur laut sprechen, sind die mit allem anderen fokussiert. Auch so ein Phänomen. Geht aber auch im umgekehrten Fall. Die haben dann Angst, dass ihre Mitreiter nicht das hören, was du sagst, und konzentrieren sich mehr auf die Umwelt als auf das Gesagte. Ja, also auch da diese lustigen Sachen gibt es. Aber wie gesagt, ich habe so 2, 3, wenn man mit denen über Headset arbeitet, dann hat man immer den Effekt, dass sie total entspannt ihre Kurven drehen und machen, tun lassen und auch nicht irgendwie darauf reagieren, dass die Lästerschwestern gerade mit in der Halle sind oder so. Ja? Und spätestens da merkt ihr schon, oh Mann, da könnte jetzt irgendwas dran sein. Ja, dass man eventuell sein Gehirn an der einen oder anderen Stelle etwas überlisten kann, um eben halt diese eine Übung, diese eine Reaktionsfähigkeit vielleicht über einen anderen Dreh hineinzubekommen. Und das ist genau das, was ich jetzt hier in dieser Reihe vorhabe. Ich werde mir immer Themenschwerpunkte nehmen, wie Gleichgewicht, wie ich komme über den einen Fehler nicht hinweg. Ich beschäftige mich mit Hals, Hand, mit visueller und audieller Wahrnehmung und ähnlichen Sachen. Also wie gesagt, also mir tut sich da gerade eine neue Möglichkeit auf und ich bin gerade auch dabei, für meine Leute ganz tüchtig das Köfferchen zu packen, damit ich denen mehr Werkzeuge an die Hand geben kann. Weil Übungen dazu, also ich muss jetzt nicht zwangsläufig mit meinen Duftfläschchen da durch die Landschaft rennen. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, schön, wenn man in anderen Sportarten ist. Also ich sag mal, sicherlich wird es dem Fechter mit dem Ammoniak kurz vorm Kampf natürlich was anderes bringen, als wenn ich jetzt den Reiter damit behandle. Ne? Aber ihr merkt schon, es ist eine ganz spannende neue Klamotte und das ist etwas, was ich jetzt hier in einer neuen Rubrik etwas detaillierter beleuchten möchte mit all seinen Facetten. Und das ist das, was ich jetzt als neue Serie hier dann starten werde. Ihr könnt mir dazu natürlich wie immer gerne eure Probleme beim Reiten schildern und also mal sagen, hast du eine Idee da und dazu? Mir rutscht die eine Hand immer hoch und mein linkes Bein will immer nach vorne und ich habe immer auf der rechten Seite ein wundes Knie und auf der linken Seite ist mein Fuß immer verdreht. Wie kriege ich denn das in die Reihe? Damit werde ich mich dann eingehend beschäftigen, welche neuroathletischen Übungen ihr zu Hause machen könnt oder kurz vor der Reitstunde oder gegebenenfalls schon noch auf dem Pferd, um genau diese Problematiken abzustellen. Aber wie gesagt, immer dran denken, ihr braucht einen relativ zeitnahen Bezug auch. Es gibt ein paar Übungen, die sind langfristig wirkender und es gibt ein paar Übungen, die solltet ihr kurz vorher machen, bevor ihr zum Beispiel aufs Pferd steigt oder bevor ihr wisst, ja, im Galopp mache ich das und das und das, dann solltet ihr vorher im Trab und im Schritt, bevor ihr den ersten Galopp macht, diese Übungen dann halt einmal machen. Und das ist das, was ich jetzt hier neu beginnen werde. Wie gesagt, ihr könnt euch rege dran beteiligen, wenn ihr Probleme habt, schreibt ruhig. Ich gucke, dass wir da die richtigen Dinge zusammen erarbeiten, um vielleicht die ein oder andere Problematik mal aufzulösen, an der ihr schon sehr lange rumknabbert. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche beim Pferd. Bis dahin. Tschüss.